herzlich willkommen zu einer weiteren Go Brazil-Folge hier aus Berlin. Wir sind mitten in der WM und auch heute gibt es wieder eine pickepackevolle Sendung. Wir schauen auf Italien und Frankreich, die spielen nämlich heute. Wir schalten nach Brasilien, um zu schauen, was die letzten DFB-Infos vor Ort sind, verkünden den Gewinner unseres Spanien-Trikots. Aber zunächst wollen wir natürlich auf das gestrige Spiel nochmal einen Blick werfen. Uwe Morave ist bei mir, Uruguay-England, und du hast gesagt, Suarez, der würde das Spiel nicht alleine gegen England machen. Jetzt hat er aber den Doppelpack gemacht. Was war da los? Tja, ich glaube, das Tageshonorar für gestern, das wird mir dann gekürzt, da lag ich ein bisschen schief. Also das ist halt wirklich ein überragender Stürmer, aber ich hätte nicht gedacht, dass Uruguay als Ganze sich so steigern würde. Also die taktischen Umstellungen haben gefruchtet und England hat hinten nicht mehr die Stabilität früherer Jahre, als zum Beispiel so ein Tony Adams oder Sol Campbell da standen. Cahill und vor allem Phil Jagielka von Everton haben nicht ganz die Klasse und die konnten ihn offensichtlich nicht stoppen. Wir können ja mal auf die Heatmap gucken. Ganz anderer. Sein Lieblingsspielzeug. Ja, ich finde, das Ding ist ja auch immer wieder interessant, wenn man dann schaut, wie unterschiedlich Spielertypen sein können. Ja. Und doch unterm Strich kommt was Ähnliches raus, weil sowas haben wir fast nur gesehen bei Thomas Müller. Völlig anderer Typ mit seinen Spargelbeinen. Und Suarez ist ja der dynamische, athletische. Aber überall diese kleinen Tupfer in der gegnerischen Hälfte, das ist schon beeindruckend, wo der überall auftaucht. Also da oben, ja okay, tritt die Ecke. Warum er hier kurz mal auf der Rechtsverteidigerposition zu sehen ist, ist mir ein Rätsel. Aber entscheidend ist, wie viel Raum der in der gegnerischen Hälfte abdeckt. Also der ist auch unglaublich schwer zu packen. Mhm. Also der hat zumindest meine These bestätigt, momentan vielleicht der beste Stürmer der Welt. Und was ich gelesen habe, Uruguay verdammt effektiv. 2 Torschüsse aufs Tor und dann waren die auch noch drin. Hat natürlich England auch schwierig gehabt. Aber das ist deren Spiel schon immer. Die haben ja auch in der Quali haben die immer ihre Schwierigkeiten. Meist werden sie nur Vierter, Fünfter, weil sie denken, hinten raus gewinnen wir schon. Die gewinnen auch nie hoch. Auch das ist WM-Historie. Aber die sind halt enorm schwer zu knacken. Und jetzt haben sie wieder eine Chance. Denn wenn Italien heute gewinnen sollte, vielleicht Italien dann mit einer B-Mannschaft im letzten Spiel, 1-1 könnte für Uruguay reichen. Wir sollten uns auf jeden Fall merken, dass man Uruguay nicht unterschätzen sollte. Das Tippspiel von gestern ging für uns alle hier mal so gar nicht gut aus. Wir haben tatsächlich alle 0 Punkte. Wir können es einfach so formulieren. Es ist die WM der Überraschungen. Und eine Überraschung, die gibt es auch an Steven Stoll. Ich hoffe, ich habe es richtig ausgesprochen. Und zwar, das Trikot ist deins. Wir haben gestern gefragt, wie viele Trikots von Uwe Morave fliegen hier so überall verteilt im Studio? Und Antwort 17 ist richtig und du warst der Einzige, der es geantwortet hat. Damit nochmal danke an alle, die mitgemacht haben. Das waren ganz schön viele. Da muss ich aber noch einhaken, weil ich hatte noch eine Tasche im Auto gehabt. Also nicht, dass das hier so ärmlich rüberkommt. Ja, also eigentlich sind es ja noch viel mehr. So, da kommt immer noch was. Oh, okay, dann müssen wir eigentlich ein neues Tippspiel bald machen. Also insgesamt habe ich, glaube ich, so 140, 150 oder sowas. Da musst du an Ehre gefragt. Der 17 ist eigentlich schon zu wenig für dich, stimmt. Ja, absolut. Oh Mann, Uwe, immer für eine Überraschung gute. Was hast du eigentlich hier für ein Trikot an? Das hast du, glaube ich, auch noch nicht erzählt. Das ist ja, im Moment sind wir ja alles Müller oder was. Das ist das Trikot von Gerd Müller bei den Fort Lauderdale Strikers. Witzigerweise hat mich Franz Beckenbauer mal von hinten angesprochen. Wurst, oh Schmorn. Die 15 hat er gehabt. Ich kann jetzt nicht bayerisch, aber so hat er mich tatsächlich angesprochen. Und weil sonst der Gerd Müller ja 9 oder 13 hatte in der Nationalmannschaft. Ja. Und Franz Beckenbauer hat gegen Müller bei den Fort Lauderdale Strikers gespielt, eher für Cosmos New York, wusste aber nicht mehr, dass der wirklich die 15 hatte. Okay, ja gut, hast du mal mit Franz Beckenbauer hast du ein bisschen und lernen können. Und wir sind bei den Deutschen. Ne? Deutschen, gutes Stichwort. Und die Bayern, da kann einer richtig bayerisch sprechen. Wir wollen nämlich mal wieder skypen. Und dazu rufen wir unseren Mann vor Ort an, Andreas Lehner, wie immer im Campo Bahia, versucht immer die neuesten Infos für uns zu sammeln. Und wir klingeln ihm aus dem Bett. Ich glaube, bei denen ist es erst 6 Uhr morgens. Ha, aber er ist wach. Hallo, grüß dich. Grüß dich. Du hast nach dem 4:0-Sieg gegen Portugal geschrieben, dass das etwas zu hoch ausfiel. Was ist denn jetzt so deine Einschätzung vor dem Ghana-Spiel? Ja, der Auftakt gegen Portugal war natürlich optimal. Die Mannschaft ist super ins Turnier gekommen. Wie ich beschrieben habe, der Spielverlauf kam ihnen sehr entgegen. Schnelle Führung, rote Karte. Das haben auch alle hinterher zugegeben, dass nicht jedes Spiel so laufen wird. 4:0 sieht entspannt, aber die Situation hier im Camp natürlich deutlich. Jeder ist gut drauf, Stimmung passt. Aber sie sind schon fokussiert auch auf Ghana und wissen, dass nicht jedes Spiel
so gut laufen wird und dass gegen Ghana ein deutlich anderes Spiel auf sie zukommen wird. Jetzt hat Uwe heute Morgen noch was gelesen, was die Aufstellung angehen kann. Magst du es vielleicht gerade noch mal fragen? Ja, ist ja ganz witzig, wenn so ein toller Auftakt da ist, dann gibt es für euch Journalisten vor Ort kaum Themen. Also man ist fast froh, glaube ich, dass Mats Hummels noch fraglich ist. Wie siehst du das? Also im Moment wird spekuliert, dass vielleicht sogar Matthias Ginter sein Debüt geben wird in der Innenverteidigung und nicht Boateng nach innen rückt. Ja, es ist ja so, dass Hummels am Freitag, nee, am Donnerstag nicht mittrainiert hat mit der Mannschaft. Ich gehe davon aus, dass er jetzt auch nicht spielen wird am Samstag. Trainer haben es ja gern, wenn sie so wenig wie möglich umstellen müssen. Das heißt, wenn sie jetzt Hummels 1:1 ersetzen wollen, könnte das Ginter machen. Mustafi ist auch ein Kandidat, der innen spielen kann. Gegen Portugal wurde es anders gelöst. Da ging ja Boateng nach innen und Mustafi auf rechts. Ich glaube fast daran, dass Mustafi spielen wird. Er hat eigentlich einen guten Eindruck gemacht. Auf der anderen Seite haben die Ghanaer starke Außenspieler. Warum dann die Außenverteidiger verändern? Also wir wissen es nicht, aber es gibt diverse Möglichkeiten. Aber wir sind uns einig, im Mittelfeld und im Angriff dürfte es keinerlei Änderungen geben. Im Mittelfeld auf keinen Fall, im Angriff wäre ich mir gar nicht so sicher. Warum? Löw hat ja auch gesagt, dass er sich immer in Nuancen auf den Gegner einstellen will. Und also Müller ist gesetzt, das ist klar. Özil und Götze haben jetzt zu den Portugiesen auch ganz gut gepasst. Das hat man gesehen mit ihrer Beweglichkeit. Vielleicht will er gegen Ghana was anderes ausprobieren, ein bisschen mehr Geradlinigkeit. Schöne Podolski wären eine Möglichkeit. Okay, du wirst es auf jeden Fall wie gewohnt für uns verfolgen, bist auch in Fortaleza vor Ort, schreibst danach wieder deine Analyse aufs Box und dann wünschen wir dir viel Spaß dabei und melden uns bestimmt bald wieder bei dir. Hau dich wieder hin. Dankeschön. Schönen Tag. Aber heute spielen erstmal Frankreich und die Schweiz und Manchester United-Star Patrice Evra mahnte vor der Partie zu Vorsicht. Wir müssen vorsichtig sein, zugleich aber dürfen wir nicht Angst davor haben, selbstbewusst zu sein. Ich glaube fest an die 23 Spieler im Team. Wir sind verdammt stark. Ich sage das nicht nur für die Medien, sondern das ist wirklich so. Aber wir müssen aufpassen und das habe ich schon einigen Spielern gesagt. Ich bin gespannt, wie wir in schwierigen Momenten während des Turniers reagieren werden. Dann erst erkennt man, ob wir wirklich ein Team sind. Dans la compétition, pendant les matchs. Et c'est là qu'on va voir, si on est vraiment un groupe assez solide. Da hat einer gehörig Respekt vor der Schweiz. Sie sind aber nicht so gut ins Turnier gekommen, galten auch als Favorit. Wie siehst du sie jetzt vor dem Spiel gegen Frankreich? Die Schweizer wirkten etwas verkrampft, gerade in der ersten Hälfte, haben sich dann aber freigeschwommen und ich glaube, so ein Last-Second-Tor, das wird Kräfte freisetzen. Ich glaube, dass sie sehr viel Widerstand leisten werden. Ich tippe sogar auf den Unentschieden, da werden wir mal schauen. Auch wenn die Franzosen einfach ganz anders aufgestellt sind als vor 4 Jahren. Sie sind harmonischer, diese Relegation, diese Zitterpartie hat zusammengeschweißt. Es scheint innerhalb des Kaders nicht mehr diese Spannung zu geben. Und ich freue mich heute auch absolut auf Paul Pogba. Ich glaube, das ist einer der Spieler, der in den nächsten 5, 6 Jahren den Weltfußball entscheidend mitprägen wird. Also der ist auf einem Weg, ein ganz, ganz herausragender Mittelfeldakteur auf Weltklasse-Niveau zu werden. Heute Abend ist auch noch ein anderes Spiel. Gruppe D, Italien, Costa Rica steht an. Und da wird es Zeit, mal wieder auf einen Block hinzuweisen. Maisbox-User Murabento hat den etwas anderen Wochenrückblick geschrieben. Zum Beispiel sagt er: Pirlo, der mit der Mimik eines Eisberges und der Präzision eines Scharfschützen eines Streichorchesters. Was? Ja, muss man wirklich nochmal nachlesen. Ja. Sollte man machen. Da sind wirklich gute Sachen dabei geschrieben. Und ja, Italien. Meinst du, die machen heute den Gruppensieg, obwohl Gruppensieg noch nicht ganz, aber quasi das Achtelfinale perfekt? Ich denke schon. Also diese Mannschaft ist taktisch wie gewohnt bei Italien 1A geschult. Costa Rica, die haben richtig Spaß gemacht. Toller Keeper, Joel Campbell, der Stürmer, ganz auffälliger Mann. Aber ich glaube, dass Italien eine Nummer zu groß ist. Aber mit dem Glauben vorher, das haben wir ja schon gehabt. Das haben wir gehabt. Hoffentlich liegen wir diesmal ein bisschen mehr richtig, was unsere Tipps angeht. Italien sagen wir, außer Dennis, alle einen Sieg voraus. Wir werden schauen, wie es ausschaut. Wir könnten mal wieder ein paar Punkte holen, auf jeden Fall. Freuen uns auf einen spannenden Fußballabend und sagen Tschüss aus unserem WM-Studio hier in Berlin. Ciao.